Am 23. April ist der Welttag des Buches. Und wie früher und die letzten Jahre solltet ihr eigentlich jetzt hier bei uns in der Humboldt-Buchhandlung in Gladbeck, in Bottrop oder in Kirchhellen sitzen. Das geht leider wegen diesem doofen Corona nicht. Deshalb werde ich auf diesem Wege das machen, was ich sonst in der Buchhandlung mache. Ich erzähle euch etwas über Bücher. Und das mache ich anhand eines Plakates. Das kennen vielleicht die einen oder anderen schon. Und dieses Plakat geht über 10 Stufen und es heißt: Wie entsteht ein Buch? Der Autor schreibt seine Geschichte und schickt oder mailt das Manuskript an den Verlag. Was heißt Manuskript? Ihr alle wisst eigentlich, was ein Manuskript ist, denn ihr habt alle schon eins geschrieben. Jeder von euch musste bestimmt schon mal einen Aufsatz schreiben und das ist nichts anderes als ein mit der Hand geschriebenes Manuskript, was ihr dann an eure Lehrerin gibt. Unser Autor, bestes Beispiel hier immer J.K. Rowling, die den Harry Potter-Zyklus geschrieben hat, kennt ihr ja alle. Auch die hat mal in ihrem Kämmerlein gesessen und hatte eben diese Idee und hat sie aufgeschrieben und hat eben die Manuskripte, das Manuskript von eben dem ersten Harry Potter, hat sie an ganz, ganz viele Verlage geschickt. Und genau das passiert jetzt hier. Die Programmleiterin und die Lektorin entscheiden zusammen, ob das Buch verlegt werden soll. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Kinderbuchverlage und die haben eben eine Programmleitung und natürlich hat jeder Verlag einen Lektor. Dieser Lektor liest die Manuskripte, gibt sie dann weiter zu der Programmleiterin und die überlegt dann, passt das in das Profil des Verlages. Und wenn da sich alle einig sind, wird die Geschichte verlegt. Der Hersteller sucht die Schrift und das Papier aus. Später bringt er Text und Bild zusammen auf die Buchseiten. Die Herstellung. Ein ganz, ganz wichtiger Teil in einem Verlag. Wir müssen uns ja jetzt erstmal überlegen, welches Buch wird denn da verlegt. Wir sind ja bei Kinderbüchern, aber das wisst ihr natürlich alle, es gibt ganz viele unterschiedliche Kinderbücher. Ist es ein Pappbilderbuch für die ganz Kleinen oder ist es vielleicht schon etwas für euch große Kinder? Sind Bilder im Text? All das muss er im Prinzip überlegen und dementsprechend das Papier aussuchen. Der Schriftsetzer setzt den Text am Computer. Der Beruf des Schriftsetzers ist ein sehr alter Beruf. Ich erkläre das einfach mal so. Man muss sich überlegen, ganz, 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 ganz früher hatte man ein großes Regal, da standen alle Buchstaben drin. Und aus diesen Buchstaben hat dann der Drucker den Text zusammengesetzt. Schriftsetzer heißt also, der setzt aus Buchstaben Sätze zusammen und aus Sätzen entsteht ein Text. Das passiert heute natürlich alles am Computer. Aber haben wir zum Beispiel ein Buch, wo mittendrin ein Bild ist und der Text muss drumherum, dann setzt er ihn. Das ist der Beruf des Schriftsetzers. Die Illustratorin bekommt den gesetzten Text und zeichnet die Illustrationen dazu. Noch so ein toller Beruf, der Beruf des Illustrators. Das sind diejenigen, die sich die Bilder ausdenken in den Büchern. Das heißt, haben wir eine Bildergeschichte oder haben wir halt einfach eine tolle Geschichte, die illustriert werden muss, dann liest sich die Dame oder der Herr, die das illustrieren, diese Geschichte durch und in dem gesetzten Text werden dann die Bilder da reingezeichnet. Weil nicht jeder, der sich tolle Geschichten überlegen kann, kann ja zeichnen. Und umgekehrt ist es genauso. Die Korrektorin überprüft, ob noch Fehler im Text zu finden sind. Hier muss natürlich jetzt überprüft werden, dass der Text, der da in die Druckerei soll und aus diesem Text, aus dem ein Buch entstehen soll, dass da keine Fehler drin sind. Anfangs habe ich gesagt, ihr habt auch schon Manuskripte geschrieben. Dementsprechend kann man jetzt den Bogen dazu machen. Ihr kennt auch alle eine Korrektorin oder einen Korrektor, nämlich eure Deutschlehrerin. Die korrigiert eure Aufsätze, eure Manuskripte und nichts anderes tut diese Dame hier im Verlag. Sie korrigiert die Texte und wenn alles fertig ist, geht's weiter.
Wenn alles in Ordnung ist, geht das Ganze in die Druckerei. Farbige Bücher werden auf einer 4-Farbmaschine gedruckt. Es geht in die Druckerei. Hier entsteht nun das Buch. Aber wenn ihr meint, dass hinten aus dieser 4-Farbmaschine das fertige Buch kommt, dann habt ihr euch geirrt. Weil etwas ganz Entscheidendes passiert im nächsten Schritt. Aus dieser Maschine kommen nur die fertigen Bögen. In der Buchbinderei werden die bedruckten Bögen gefaltet, gebunden, beschnitten und mit dem Umschlag versehen. Hier passiert also eigentlich das meiste. Man muss sich das so vorstellen. Das hier ist ein fertiges Buch. Und aus der Maschine kommen nur fertige Bögen. Das heißt, ihr müsst jetzt mal überlegen, ihr habt ja alle Schulhefte. Und in diesen Schulheften ist in der Mitte entweder ein Faden oder es sind so zwei Klammern. Und wenn ihr das mal rausnehmt, dann seht ihr, dass das ein gefaltetes Blatt Papier ist. Nichts anderes passiert hier. Es sind fertige Bögen, die aus der Maschine kommen. Die werden aufeinander gelegt und, das müssen wir mal gucken, dass ihr das alle seht, werden mit Fäden zusammengeheftet. So entsteht der sogenannte Buchblock. Und um diesen Buchblock kommt dann ein Einband. Das alles passiert in der Buchbinderei. Jetzt gibt es natürlich noch einen riesigen Unterschied. Das hier ist ein gebundenes Buch. Das ist sehr schwer, das hat einen ganz festen Einband. Dafür hält es aber auch länger. Das hier ist ein sogenanntes Taschenbuch. Das ist viel leichter als das andere. Dafür haben wir hier auch keine Fäden. Nichts geheftet, alles wird nur geklebt. Das ist manchmal ganz praktisch, aber vielleicht hat der ein oder andere von euch das schon mal gesehen oder erlebt. Hinten bricht dann der Rücken, wenn man das zu sehr aufmacht. Und vielleicht, wenn man das so 500 Mal gelesen hat, dann lösen sich auch die Seiten. Ein gebundenes Buch ist da viel haltbarer. Die fertigen Bücher kommen zunächst ins Auslieferungslager. Auf Bestellung werden sie in Buchhandlungen geliefert. Die Verlage haben entweder selber große Hallen oder es gibt Verlagsauslieferungen, die von ganz vielen verschiedenen Verlagen die Bücher lagern. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir brauchen mal wieder Nachschub, weil unser Harry Potter alle ist, dann bestellen wir dort unsere Bücher und dann bekommen wir die hier hingeliefert. Die Buchhändlerin stellt die Bücher in ihrem Laden aus, bis ihr sie kauft. Viel Spaß beim Lesen! Soweit von Punkt 1 bis Punkt 10, soweit von der Idee einer Geschichte bis zum fertigen Buch, wie ihr sie hier bei uns in der Buchhandlung sehen könnt. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Dinge, die ich euch alle noch erzählen möchte, aber hier in dem Video soll es das für heute mal gewesen sein. Mit dem tollen Plakat, was ihr alle auch in der Schule dann haben könnt. Die Lehrer bekommen das alle mit. Dann gibt es natürlich von uns zum Welttag des Buches dieses Jahr dieses Buch geschenkt. Und dann könnt ihr das lesen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude an dieser Art des Vortrages. Es ist nicht das Gleiche, als wenn ihr hier bei uns in der Humboldt-Buchhandlung sitzen würdet. Aber es ist besser als gar nichts. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Kirsten Markgraf von der Humboldt-Buchhandlung.